Es ist mitunter, als wären alle Fäden abgeschnitten, als wäre alles um dich her weit ab und leer ein toter Raum und du dir selbst ein fremder Traum, als käme nie die Sonne wieder, als klänge nie ein Lied mehr durch, als höre alles langsam auf. Und plötzlich flimmert's durch die Wolken und plötzlich trifft ein Klang ans Ohr. Und leise rollt auf schmalem Gleis ein Dampfzug aus dem Dunst hervor. Frei nach Cäsar Fleischlin. Im Herbst muss man mit allem rechnen, aber diese zähe Suppe, ausgerechnet am Tag des Fotogüterzuges, hätte nun wirklich nicht sein müssen. Nun gut, machen wir das Beste daraus. Auf dem 9 Kilometer langen Reststück der Kleinbahn Lindenberg-Pritzwalk, das als Museumsbahn wieder aufgebaut wurde, ist 99-46-52 mit Güterzügen und GMPs unterwegs. Da man von der Umgebung ohnehin nicht viel erkennen kann, fällt es leicht, sich vorzustellen, wir würden Güterverkehr auf der Luckenwalde-Jüterburger Eisenbahn in den frühen 60er Jahren erleben. Denn dort war die kleine Maschine vom Typ HF110C rund 20 Jahre zu Hause. Auch der gut erhaltene Traktor vom Typ MTS 52 aus Minsk passt in die Epoche. Ob und wo allerdings dort damals ein Einfahrsignal vorhanden war, entzieht sich meiner Kenntnis. Die Rollwagen mit ihrer normalspurigen Ladung kamen nicht zum Einsatz. Sie hätten auch von den Dimensionen her nicht zur kleinen Heeresfeldbahn-Lok gepasst und in Jüterbog gab es sie vermutlich auch nicht.
Ein Wartburg 311 mit Kennzeichen aus dem Kreis Oranienburg dagegen hat es mit hoher Wahrscheinlichkeit auch im Fläming gegeben. Kann es sein, dass der Nebel immer dichter wird? Da muss man bei der Ausfahrt schon richtig nah ans Gleis herangehen, um etwas erkennen zu können. Immerhin, die kräftigen Herbstfarben sind auch durch den Dunst zu erkennen. Wenn man wenig sieht, fällt es umso leichter, sich auf die akustischen Eindrücke zu konzentrieren. Das feuchte Gleis zwang Lokführer Philipp allerdings zu vorsichtigem Umgang mit dem Regler. Schnell wieder zurück. Es geht zur Mittagspause mit wärmendem Erbseneintopf. Ja, wir sollen erst in einer halben Stunde abfahren. Na, dann Feuer raus. Hauptschalter aus. Man kann sich gut vorstellen, dass in solch einer Atmosphäre einst Züge im Rahmen der Rübenkampagne unterwegs waren. Rüben allerdings hat unser Zug nicht geladen, dafür aber Stärkekartoffeln. Die kleine Lok hat wirklich einen ausdrucksstarken Sound. Auf der Rückfahrt gibt es an den abgeernteten Feldern noch so ein kleines Soundfeuerwerk.
Ulrichs altes Fahrrad lehnt fotogen am Milchkannenpodest, als der Zug am Haltepunkt eintrifft. Hier hat das Personal noch Zeit für einen kleinen Schwatz. Mit erneut umgebildetem Zug geht es wieder auf die Strecke. Die lange Wagenschlange ist für die 110 PS der Lok keine große Herausforderung. Jetzt, wo es bald dunkel wird, klart die Sicht ein wenig auf. Schauen wir Zugführer Lutz und seiner Mannschaft also ein wenig beim Rangieren zu. Danke.
genießen wir noch einige Szenen in der heraufziehenden Dämmerung, bevor auch diese trotz Nebel sehr schöne Veranstaltung wieder zu Ende geht. Thank you.